Okay, was haben wir hier? Ein Operator. Beantragen neuen Operator. Ja, moin. Guten Tag, Talos. Herzlichen Glückwunsch an Dr. Calvino, den Gewinner des vierteljährlichen Mitarbeiter-Innovationspreises. Bitte machen Sie die Öffnung. Diagnostiziere keine Traumata oder Krankheiten festgestellt. Gut. Ich kann leider nichts für Sie tun, außer Sie haben Interesse an medizinischem Wissen oder einem Witz. Ja, einen Witz höre ich gerne. Komm, schieß los. Witz, hallo, Witz. Wussten Witz? Sie, dass die alten Ägypter das Gehirn für ein nutzloses Organ hielten? Nein. Bei meinen Witzen müssen Sie lachen, bis der Arzt kommt. Hahaha. Komm, erzähl. Wussten Sie, dass der menschliche Körper 30 Minuten ohne Blutzufuhr überleben kann? Nein. Stimmt nicht. Das habe ich mir ausgedacht. War das lustig? Ich bin darauf programmiert, den Umgang mit Patienten durch Ausprobieren zu verbessern. Oh, ja. Symptome der Maul- und Klau-Seuche können durch Zeit hinter Gittern gelindert werden. Ich weiß, was Sie gerade denken. Arzt, heile dich selbst. Ja, bitte. Aristoteles glaubte, das Herz wäre der Sitz der Gedanken und der Intelligenz. Hoppla. Ich bin für die Behandlung von mehr als 6000 medizinischen Notfällen ausgerüstet. Bei entsprechender Genehmigung kann ich auch improvisieren. Ja. Weißes Rauschen. Okay. Uninteressant. Hier fehlt uns noch ein Passwort von der Regina. Regina. Systemalarm. Reparaturbedarf. Naja. Reparier dich selbst. Trevor J. Young. Fremdkontrolliert. Notiz. Proband Trevor J. Young. Datum 20.02.2035. Proband wirkt desorientiert, paranoid. Nicht sicher, wie viel seines derzeitigen Verhaltens dem Vorfall zuzuschreiben ist und wie viel der zurückliegende Neuromod-Deinstallation. Empfehle, ihn weiter unter Beobachtung zu stellen, Matthias Cole. Okay. Oh, 1, 3, 4, 2. Deine Stimme klingt so... Was? Haben wir hier vielleicht einen Mimik? Und jetzt? 15, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Oh Mann, viel zu viel. Ja, aber. Hä? Der ist einfach geplatzt. Verstehe ich nicht. Willkommen. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Nein. Kann ich noch einen bauen? Das wäre natürlich cool. 2 Operator übrig. Okay, können wir machen. Ist aber auch gerade ein bisschen unnötig. Da komme ich nicht hin. Eine Techniker. Chris Wade. Ah, okay. Hier blinkt sehr viel. Da hinten ist ein... Eine Notiz. Hello, Wade. Könnten Sie bitte den Medizinoperator reparieren, der auf Ihrem Schreibtisch wartet? Goldcrest. Dazu ist er wohl nicht mehr gekommen. Reparatur 2 benötigt. Ist ja auch kein Strom. Systemalarm. Reparaturbedarf. Bitte kontaktieren Sie einen Techniker. Warte mal. Eine Neuromod habe ich. Na, das ist ja nicht sehr viel. Fehlt der Strom, das ist schlecht. Hallo. Hi. Trauma Center. Hendrik de
Wir haben doch die Dings. Keine passende. Ich habe doch den Generalschlüssel. Achso, hier waren wir schon. Also da kommen wir nicht rein. Und da hinten. Kommen wir auch nicht rein. Wir müssen aber. Anna Goldchrist. Einlieferung Verletzter. An alle Sicherheitsmittel im Trauma. Es werden mehrere verletzte Personen sowie ein möglicher Todesfall eingeliefert. Einer von ihnen ist Dr. Sylvain Bellamy. Bringen Sie ihn nicht ins Traumazentrum. Er muss unbedingt in die Psychotronik, aus dringender Sicherheits- und Gesundheitsgründen. Ich wiederhole, liefern Sie Dr. Sylvain Bellamy nicht ins Traumazentrum ein. Bringen Sie ihn unverzüglich in die Psychotronik. Okay, NSP-Spritzen? Seltsam. Ich kann die Aufzeichnung nicht abrufen. Die sind nicht im System. Sollte immer noch vorbeikommen? Oh, das war viel. Also fangen wir an. Alejandro, wem wird denn NSP verabreicht? Laut Inventur fehlt eine Schachtel Spritzen. Ups. Ah, hallo Regina. Tut mir leid. Hätte Ihnen Bescheid geben sollen. Die NSP-Spritzen waren für Chief Illusion. Leichte psychonomische Erschöpfung. Er hätte es vermerken sollen. Alles klar. Das können wir schon. Besatzung. Ja gut, das ist jetzt... Nein, hier nicht. Wo hatten wir denn... Hatten wir hier? Nein. Nein. Sicherheitsstation. Eine Sicherheitsstation? Wo ist hier eine Sicherheitsstation? Ziele. Nimm den Quartierschlüssel Psychotronik. Alles klar, ich muss also in die Psychotronik. Ach, warte mal. Aktivieren, ja. Im Alarm. Reparaturbedarf. Lalalala. Die Psychotronik ist da hinten. Dort. Stell Gesundheit wieder her. Das hier brauche ich mal. Ja, die können wir ja mittlerweile abluten. Egal. Kann ich nicht reparieren. Mist. Wow. Hi. Nein! Da ist ja noch einer. Kommt der Alter, wo kommt der denn her? Nein, den muss ich auch nachladen. Ah, oh, ist doch kacke. Hilfe! Ah, doch schneller. Oh,
Anzug wurde beschädigt. Ja, doch! Der andere jetzt. Hallo? Wo ist der andere hingeflogen? Den hatten wir. Wo ist der andere Phantom? Hä? Da waren doch zwei. Ich hab doch beide ab. Naja. Was? Ich frag nicht. Türüberbrückung freigeben. Eine E-Mail. Sala. Wie sich herausgestellt hat, ist Yuri Kimura wie alle anderen auch Mörder. Hä? Wie sich herausgestellt hat, ist Yuri Kimura wie alle anderen auch Mörder zu einer Mittagspause. Alles klar. Er ist wie alle anderen. Pack hier noch eine Notiz. Hier liegt noch eine Notiz. Du hast deinen Charakterbogen auf dem Computer liegen lassen. Vergiss nicht, dass wir das Spiel in den Aufenthaltsraum in der Besatzungseinrichtung verlegt haben und es eine Stunde später als sonst losgeht. Tu uns allen einen Gefallen und schluck vorher ein paar Glückspillen. Bis dann. Ja, okay. Guten Tag, Talos. Bei Verlust von Atmosphäre oder Schwerkraft und in kritischen Notfällen begeben Sie sich bitte zum nächsten... Hallo Morgan, wir sollten reden. Mein Codename ist December. Ich werde Ihnen helfen, von der Talos 1 zu fliehen. Okay. Erinnerung ist lückenhaft, aber Sie haben Anweisungen hinterlassen, falls die Typhon ausbrechen sollten. Alex hat eine private Fluchtkapsel. Sie haben eine Kopie seiner Startschlüsselkarte und Vorräte in der Neuromod-Abteilung versteckt. Ich übertrage die Position auf Ihre Karte. Ich kontaktiere Sie wieder, wenn Sie den Schlüssel haben. Aktiviert. Garantiert manuell. Verdammt. Erst babysitten mit diesem Spiel. Gehen Sie zur Psychotronik? Das ist... Warten Sie. Okay. Wissen Sie über den Hauptaufzug Bescheid? Er ist defekt. Ich weiß nicht warum, aber die Kabine steckt oben fest. Es gibt einen anderen Weg durch das Psychotronik-Labor. Morgan? Dort sind die Typhon aus der Eindämmung ausgebrochen. Seien Sie vorsichtig. Dezember, January. Ja, ist ja gut. Haha. Fehlfunktion. Hier ist nichts. Doch, hier ist was. Der eine will uns umbringen. Der andere will uns das Leben retten. Ach da, Alter. Uah. Hallo. Na? Nein! Warnung. Anzug wurde beschädigt. Was du dies sagst? Na, großartig. Bei Verlust von Atmosphäre oder Schwer... Hallo Morgan. Wir sollten reden. Schon wieder. Ja, mein Codename ist December. Helfen von der Talos 1 zu fliehen. Ihre Erinnerung ist lückenhaft. Aber Sie haben Anweisungen hinterlassen, falls die Typhon ausbrechen sollten.
Alex hat eine private Fluchtkapsel. Sie haben eine Kopie seiner Startschlüsselkarte und Vorräte in der Neuromod-Abteilung versteckt. Ich übertrage die Position auf Ihre Karte. Ich kontaktiere Sie wieder, wenn Sie den Schlüssel haben. Das ist ja interessant. Kann ich dich reparieren? Jo. Oh oh. Nein! Bei Verlust von Atmosphäre oder Schwer... Hallo Morgan, wir sollten reden. Mein Codename ist... Ja, großartig. Ich werde Ihnen helfen, von der Talos 1 zu fliehen. Ihre Erinnerung ist lückenhaft. Aber Sie haben Anweisungen hinterlassen, falls die Typhon ausbrechen sollten. Alex hat eine private Fluchtkapsel. Sie haben eine Kopie seiner Startschlüsselkarte und Vorräte in der Neuromod-Abteilung versteckt. Ich übertrage die Position auf Ihre Karte. Ich kontaktiere Sie wieder, wenn Sie den Schlüssel haben. So. So. Gespeichert. Gehen Sie. Ach du Schande. Was haben wir denn hier? Steht 5 Gesundheit wieder her. So, was haben wir noch? Irgendwas? Nein? Nein. 25 Anzugschaden. Patronik? Das ist... Warten Sie. Okay. So. Wissen Sie über den Hauptaufzug Bescheid? Er ist defekt. Ich weiß nicht warum, aber die Kabine steckt oben fest. Es gibt einen anderen Weg durch das Psychotronik-Labor. Morgan. Ah, Alter! Instant! Gleichzeitig deaktiviert. Garantiert manuell. Krass. Okay. Ja, gut. Naja. Ich werde mal an dieser Stelle eine Aufnahmepause machen. Wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao. Und damit herzlich willkommen zurück zu Prey. Codierung überlastet. Das ist ja interessant. Ach, der schon. Ach, genau. Da unten war der Phantom. Ich gehe aber jetzt nochmal zurück, weil ich habe in einem Video gesehen, dass man, wenn ich jetzt noch wüsste, wo das war, Personal Launch Traumazentrum. wo waren das? Ebene 4. Telekom hier bin in mein Büro, Maschinenlabor Tele. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Lobby Maschinenlabor, was war hier? Achso, das war. Ja doch, genau, ich muss eine Ebene höher. Bei den Looking Glasses, was man in dem Labor, da konnten wir ja ein, oder da haben wir in dem Looking Glass gesehen, wie der übersehen, wie der Doc ein Fach geöffnet hat. Und das können wir Tatsache öffnen. Dazu brauchen wir, okay, hab ich nicht, IT-Abteilung hab ich nicht. Dazu brauchen wir allerdings seine Tasse, beziehungsweise seinen Thermobecher. Und den gibt's Tatsache. Wir haben einen Code für Sealed Division. Haben wir auch einen für... Dafür auch.
Ja, das eröffnet ja ganz neue Möglichkeiten. Wir gehen da gleich hin. Keine Sorge. Ah. Wie nett. Was haben wir denn hier so? Ein Phantom schon wieder. Explosivkanister. Was ist denn hier? Ach du Scheiße! Boah, Alter! Kannst das mal lassen? Du spinnst wohl! Wo kommt der denn her? Hoch, bin ich mich erschreckt. So, erstmal... ein bisschen... ach nee. Mit G heilen. Was bringt mir das? Nichts. Eine Banane! Dim Sum. Zufall. Dim Sum. Ja, gut. Ich meine, naja, komm. Wir haben ja jetzt hier erstmal ein bisschen. Was ist das hier? Cold Mountain Tee. Kann man auch mal einfreiben. Sollte jetzt erstmal reichen, glaube ich. Okay. Ist das ein Computerwagen? Wo sind? Ach was! Hier sind wir jetzt. Psychotronik Leichenhalle? Fluchtkapselschlüssel. Was ist das? Moment. Hol dir den Schlüssel zur Alex Fluchtkapsel. Nimm den Quartierschlüssel von Bellamys Leiche. Ach ja, genau. Das ist von Wer ist December? Ich wurde von einem Random kontaktiert. Wie January hat auch December meine Stimme. Aber December hat die Anweisung, mir bei der Flucht von der Talos 1 zu helfen. December behauptet, ich hätte den Schlüssel zu Alex privater Fluchtkapsel im Nachbeschreibung. Okay, das machen wir aber noch nicht. Wir machen beides noch nicht. Ach ja. Ja, wenn hier sonst weiter gar nichts ist, dann können wir ja wieder gehen, ne? Das hat sich ja nicht gelohnt. Wir haben jetzt hier einen Gang freigeschaltet, aber sonst hat sich das... Wir können mal hinten noch in die Vertriebsabteilung reinschauen, kurz. In Anführungszeichen. Seals Division... irgendetwas Verdächtiges. Yuri Kimura. Ach, hier, ach, wir waren hier doch schon. Ah ja, gut, hier waren wir schon. Wir haben jetzt nur den Schlüssel von der Seite. Alles klar. Alles klar. Gut, wo müssen wir denn überhaupt hin? Ach, sind das nicht auch, Ja, gut, hier kämen wir runter, das ist aber nicht sehr gesund. Ja, ihr Batzer da. Na, das ist nicht so gesund. Werde mal hier den Weg nehmen. Wo... da ist die Neuromod-Abteilung. Transtar-Ausstellung. Shuttle-Dock. Toiletten. Ah, ich und meine Orientierung. Jetzt aber.
Traumacenter? Traumacenter. Hier war nichts, oder? Oder doch? Traumacenter? Nee, so, ich meine, hier wäre nichts gewesen. Willkommen! Vielleicht ja, kann ich Ihnen helfen. Ja, und ja, gut, jetzt ist auch zu spät.